Trena Jalukasana ist die Raupe. Und im Sri Tattva Nidhi wird Trena Jalukasana wie eine akrobatische Übung an einem Seil beschrieben. Auch im Hatha Vyasa Padati, auch einem klassischen Text, wird das beschrieben. Und zwar wird es so beschrieben: Halte das obere Ende eines Seiles mit den Zehen und den unteren Teil mit den Händen. Und dann klettere das Seil hoch und wieder runter. Das ist Trena Jalukasana, die Raupe. So wird es sowohl beschrieben in Sri Tattva Nidhi als auch in Hatha Vyasa Padati. Gut, heutzutage machen wir Yoga nicht als eine Akrobatikübung am Seil. Wäre vielleicht auch interessant, die Übungen von Sri Tattva Nidhi und Hatha Vyasa Padati als akrobatische Gymnastikübungen zu üben. Aber wir können das auch als Raupe üben auf dem Bauch. Und hier zeigt es Annika, wie man das machen kann. Und das ist eine schöne Übung. Du stellst dir vor, du ziehst dich an einem Seil entlang mit Händen und Füßen. Und das ist eine kleine Aufwärmübung und auch eine Übung, um die Rücken-, Gesäß-, Bein- und Armmuskeln zu mobilisieren. Also vor den statisch gehaltenen Asanas ist das eine schöne Übung. Übrigens kannst du die auch morgens machen beim Aufwachen, wirst gleich aufgewärmt und bereit für die Meditation.